Aber ich könnte mir richtig gut vorstellen, also das als Hauptberuf zu machen. Zum Beispiel, das müssen jetzt keine Let's Plays sein, aber zum Beispiel in einem Magazin, in einem Spielemagazin zu arbeiten und Spieleberichte zu schreiben am PC. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder einfach Veranstaltungen zu machen, eine LAN-Party irgendwo und Einladungen rausschicken und so kleine Events oder sowas zu veranstalten. Und die neuesten Games quasi auf verschiedenen PCs laufen zu lassen. Jeder kann das mal anzocken. Da muss man sich natürlich die Lizenzen kaufen. Man muss diese Games dann natürlich auch von den Hersteller vor dem Release zugeschickt bekommen. Weil ich meine, es kommt jetzt keiner zu so einem Event, wenn sich jeder das Spiel schon gekauft hat. Also bevor dieses Spiel rauskommt in die Geschäfte, muss ich das quasi als Firma schon haben und dann kleine Events machen, dass ich sage, was weiß ich, 15 Euro Eintritt und der Ort. Hier kann man die und die und die Games schon antesten vor dem öffentlichen Release-Beginn. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so ein Ansturm kommt und das in Kombination mit dem Spielemagazin, dass man Spiele antestet und so weiter. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit und man muss sich ja erstmal irgendwie seinen Kundenstamm aufbauen. Und mit irgendeinem Verlag zusammenarbeiten, also das ist höchst kompliziert und wenn man so viel arbeitet wie ich gerade zur Zeit, dann hat man gar keine Kraft, gar keine Zeit, sich da reinzusteigern, weil ich denke schon, wenn man sich zu 100% jetzt Zeit hat, also wenn ich jetzt irgendwie arbeitslos wäre oder wie auch immer und ich jetzt wirklich den kompletten Tag Zeit hätte, mir was aufzubauen und ich mit vollem Engagement und Motivation dabei wäre, was ich ja natürlich dann auch hätte mit der ganzen Zeit und ich nicht todmüde und zerschlagen von der Arbeit nach Hause kommen würde, mit Killer zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, ich bin mir sehr sicher, dass wir da was auf die Beine kriegen könnten, dass wir, sag ich mal, das hauptberuflich machen könnten und nebenbei immer noch unsere Let's Plays machen. Aber das ist natürlich, man ist immer dann, ne, so zögerlich und denkt, was, wenn es nicht klappt. Hin und her, Killer ist in so einer Lage, von seiner Seite aus könnte es jetzt momentan funktionieren, wenn wir uns da jetzt in so einer Sache reinsteigern. So eine Firma aufmachen. Aber bei mir ist das jetzt gerade sehr, sehr risikoreich und ich denke mal, wenn ich jetzt meine Wohnung habe und jetzt hier nicht zu meinem PC hinfahren muss, dann spart das schon jede Menge Zeit. Und dann ja, mal schauen, was sich da so rausstellt. Also die Sache, die ganzen Sachen, mit denen ich, über die ich hier mit euch philosophiere, mit so Firma aufmachen und so hin und her, darüber habe ich mit Killer noch nie gesprochen, also ihr seid jetzt quasi die Ersten. Das ist jetzt quasi hier auch in meinen Gedanken jetzt mehr oder weniger entstanden. Na, mal schauen. Ich meine, ich schließe jetzt nichts im Vorhinein aus. Mal sehen, wo das Leben einen so hintreibt. Und ich meine, 2012 habe ich mir jetzt eigentlich so fast das ganze Jahr darüber Gedanken gemacht, was ich machen kann, um mein Leben so ein bisschen anders zu gestalten, dass man einfach sein Leben auch ein bisschen mehr genießt und einfach das macht, wo was einem richtig Spaß macht, wo man richtig aufgehen kann darin. Und vielleicht, und ich habe mir jetzt auch so für 2013 vorgenommen, das dann auch ein bisschen umzusetzen. Zumindest plantechnisch, dass ich so im Plan im Kopf so mehr oder weniger so eine kleine Struktur aufbaue, wie man das Ganze angehen könnte. Ich will nämlich da jetzt nicht Hals über Kopf in irgendwas reinstürzen. Da schon irgendwie eine Firma direkt aufmachen oder sowas, das ist ja Quatsch. Das kann jetzt noch 4-5 Jahre dauern, des Durchdenkens und Durchplans. Man darf natürlich auch nicht 10 Jahre lang planen und irgendwann ist man 40 Jahre alt und will eine Spielefirma aufmachen, das ist natürlich Quatsch. Aber ich denke mal, jetzt haben wir hier schon so eine kleine Zuschauerbase und wenn ihr schon darüber Bescheid wisst, werdet ihr das ja bestimmt verfolgen, beziehungsweise Feedback geben, wie ihr dazu stehen würdet. Und wenn ich dann jetzt bald umgezogen bin und, sage ich mal, der Umzugsstress, der jetzt wirklich im Moment immens ist, dann der zumindest abgeklungen ist, dann werden wir mal so Kleinigkeiten machen. Wir werden, Kinder und ich werden mal vielleicht mal so ein kleines Abo-Treffen machen, wo wir uns mal treffen können. Also hier unsere Zuschauer, wir können uns hier mal schön treffen und irgendwie zusammen grillen und gemeinsam zocken, DVD gucken oder sowas. Da hatte ich schon eh mal Bock drauf.
weil wir haben ein paar Leute, zum Beispiel Nickets, Promi, das sind auch Let's Player, das ist eine Gruppe von Let's Playern, so als kleine Promo, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, das sind Leute, die machen Minecraft-Let's Plays und sind eigentlich eine lustige Truppe und könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das sind auch gute Kollegen von uns, wir haben oftmals PM-Kontakt in YouTube, wir haben es leider zeitbedingt, wir nehmen uns so oft vor, was zusammen zu machen, ein Together zum Beispiel, aber es kommt halt nie dazu, überwiegend, eigentlich hauptsächlich wegen mir, weil es zeitlich nicht klappt. Aber wenn jetzt der Umzug vorbei ist, dann habe ich mir fest vorgenommen, dass wir auf die Sachen dann mehr eingehen und dass wir dann auch so kleine Treffen machen. Und ja, das muss einfach werden. Das muss werden. So, das jetzt bin ich schon wieder zweimal down gegangen. Sieht ziemlich alt aus hier im Spiel. Ich habe jetzt gerade ein Leben, ein HP. Also die Schiffsrüstung ist gerade ziemlich schwach und Energie ist auch fast leer geschossen. Da vorne sehen wir zwar einen Stern, aber der wird ziemlich bewacht von diesem fetten Vieh da vorne. Ich glaube, da lasse ich mich sogar sterben, weil einfach meine Energie leer ist und ich habe leider keine Vulkan-Weapon mehr. Ah, jetzt haben wir wieder 17 Energie. Aber soweit ich weiß, lasse ich mich da vorne jetzt, glaube ich, nochmal sterben. Ja, genau. Jetzt haben wir nicht mehr ausreicht. So. Da mein Leben aufgebaut ist, fange ich hier quasi nochmal von vorne an. Das ist richtig bitter. Wir sehen oben in der Ecke links, dass ich ein Leben habe. Und wir haben hier direkt am Eingang hier unseren lilanen Bot, der diese Plasma-Weapon schießt. Das ist die stärkste First Weapon, die es gibt, hier in Descent. Also man sieht schon, wenn man von der einmal getroffen wird, dann sieht man relativ alt aus. Und ich glaube, ich sterbe jetzt wahrscheinlich direkt nochmal. Also mit 28 Schild kann man ja nicht viel ausrichten. Ja, hier habe ich auf jeden Fall bereut, dass ich hier in dieses Secret Level gegangen bin. Und das hat mich hier ziemlich zerschlagen. Das hat meine Leben auf jeden Fall dezimiert und bringt einem nicht allzu viel. Wenn man denkt, dass die Scores nicht mitzählen, dass da immer Cheater kommt und ich keine extra Punkte bekomme, wenn ich in Zusatz-Bonus-Level gehe. Naja, naja.